Es gibt nichts, absolut nichts, was du dir ausdenken könntest, was nicht wichtig wäre. Es sind systemrelevante Parameter. Natürlich muss ich jetzt wieder das beachten, sobald ein systemrelevanter Parameter in dir auftaucht, entsteht ein systemnichtrelevanter Parameter. Und dieser nichtrelevante Parameter ist wichtig, sonst wird es keinen systemrelevanten Parameter geben. Klingt jetzt extrem irre, aber ich könnte jetzt sagen, es sind Wellenberge und dann entstehen im selben Moment Wellentäler und die sind natürlich wichtig, weil ohne das Tal wird es keinen Berg geben. Jetzt machen wir ein Beispiel, dass das versteht. Das Autobeispiel. Ich wollte eigentlich nicht in die alten Beispiele, die ich tausendmal schon erzählt habe, aber ich schaue in die Köpfe rein und viele, die nicken dann immer und wenn ich reinschaue, ist doch nichts drin. Ich soll mir Fragezeichen auf den Augen, ne Heiko? Wie das mit den Köpfen reinschauen ist, da kommen wir noch dazu. Also pass auf, wir denken uns jetzt einfach einmal aus, einen Haufen von Material. Einen losen Haufen von Material. Und dieser lose Haufen von Material, das ist ein komplett zerlegtes Auto, das bis in alle Einzelteile zerlegt ist. Was man auseinanderschrauben kann, ist auseinandergeschraubt, bis hin zum Autoradio. Das ist ein Haufen Material. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme genau das Zeug, was jetzt da ist, und setze das geistreich zusammen wie ein Putzel, wie ein Puzzle. Ihr müsst mir noch eine Minute geben, bevor wir in die Pause gehen. Ich will nämlich das fertig machen, sonst rutscht wieder bloß die Hälfte weg. Wir haben unsere Teile zusammengebaut. Wir haben kein Teil hinzugefügt und kein Teil weggelassen. Und den Udo rutscht schon wieder die Hose. Das ist natürlich alles, was passiert hat an Sinn. Es gibt nichts, was an Sinn hat, sonst hätte ich es nicht erschaffen. Das soll ich gleich von vornherein. Das sind Puzzlestücke. Wir sind bei dem Thema systemrelevante Parameter und systemnichtrelevante Parameter. In dem Moment, wo wir die Teile zusammenbauen, steht ein Auto da. Auto ist griechisch, das heißt selbst. Ein Selbst, ein rot geschriebenes, funktionsfähiges Selbst, was auf einer höheren Ebene symbolisch jetzt ein Ford, ein Automobil, ein Selbstbeweger ist, der sich durch Raum und Zeit bewegen kann, wie nichts. Dieses Auto funktioniert aber, diese höhere Ebene des Fortbewegungsmittels funktioniert aber nur, wenn es ganz exakt alle Teile verbaut sind und an der Stelle jedes Teil ist, wo es hingehört. Das ist das Kabelsteckerbeispiel von mir, da steckt übrigens der Abel drin. Abel, der von keiner erschlagen wurde. Wenn der fehlt, der muss nicht einmal fehlen, du musst bloß vergessen, den an die richtigen Stecker, ich habe es wieder mit unserer Ecken, SD-Eck, an unseren Stecker zu stecken, nur wenn der Kabelstecker abgezogen wird, zerstörst du die höhere Ebene, den Eintritt ins Himmelreich. Was ich damit sagen will, ganz einfach, um das abzuschließen, wenn ich jetzt einen fertig, jetzt wieder normal gedacht, da steht ein Auto, ich gebe dir den Schlüssel, du gehst rein, steckst um, drückst, passiert nichts. Jetzt mache ich nochmal dasselbe, du kriegst wieder den Schlüssel, gehst hin, drehst den Schlüssel um, jetzt habe ich den Stecker zwar dran gesteckt, aber ich habe den ganzen Motor rausgenommen. Was ich dir damit sagen will, ob du den ganzen Motor rausbaust oder bloß einen kleinen Stecker abziehst, das Phänomen im Endeffekt, das geht nicht. Es muss absolut hundertprozentig perfekt zusammengebaut sein. Und du, kleiner Geistesfunk, der du mir jetzt zuhörst, du bist der Kabelstecker. Du bist noch nicht da, wo du hingehörst. Du bist überall und nirgends. Und ich hole dich jetzt heim. Haim heißt das Meer und Gott das Meer. Das ist eine Heimsuchung.